um diese Schlösser da zu öffnen. Oh, das ist jetzt hier der Berg. Karadras. Da, ja genau, da war ja der Stein von einem Elf, von einem Elb. Wir müssen über den Pass von Karadras. Boromir, gib Frodo den Ring zurück. Mir ist es gleich. Ja, und dann jetzt sind wir im Level drin, oder? Ja, gut. Deswegen. Uah! Eins von fünf, gut. Gut, dass ich die nicht vergessen habe. Und warum habe ich die Scheißwaffe ausgerüstet? Ich will sein Schwert. Aragorns Schwert. Scheiß Boromir! Warum klaust du Frodo einfach den Ring? Vollidiot, ey. Boah, lebst du schon wieder, du Drecksau, du. Runter mit dir. So. Jetzt habe ich seine Überreste da. Uah, wow, ist das gruselig. Nicht gruselig, sondern komisch. Weil wir hier so einsinken. Ja, Gimli kann da rein, okay. Geh kaputt. Uah, Gimli. Uiuiuiuiui. Aha, das ist geschickt. Okay, das ist wirklich gut gemacht, dass man die da rüber tragen muss. Wo kommt Gimli jetzt raus? Ah, hier unten. Okay. Nein! Oh Gott. Falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich J drücken, aber habe ich K gedrückt aus Versehen. So, jetzt hier raus und wieder schön mit 80 Frames aufnehmen. Das Spiel gefällt mir schon mal. Halt. So, wow, das sah jetzt gut aus. Und jetzt kann man da auch hochspringen. Okay. Ah, hier ist der zweite von denen. Oder? Gehst du kaputt, bitte? Dankeschön. Runter. Kommt, Leute. Wenn ihr nicht wollt. Kommt doch mal her. Das mache ich jetzt mit Boromir, auch wenn ich ihn nicht so gerne mag. So. Ah. Muss ich den hier wieder rumtragen? Okay, gut. Und jetzt. Bam. Und bitte komme ich jetzt da. Ja, wieder unten. Um hier den Kram zu zerstören. Ist das eine Werkzeugkiste? Gut. Geht der Schnee wieder weg? Wenigstens kommen sie jetzt hinterher. Fände ich auch schon arg bescheuert, wenn nicht. So. Und jetzt können wir hier. Aha! Das ist ja lustig. Was ist das? Kann man das kaputt machen? Ja, kann man. Gut, einer vom Steiner schlagen. So. Oh, jetzt eine Jump-Herausforderung. Mal schauen, finden wir hier eigentlich jetzt schon den Dingensmoments, den leuchtenden Stein. Wäre ja cool. Okay, gut. So.
Kann ich das hier? Ja, hier kann ich auch noch was kaputt schauen. Also 7000, das ist heute relativ hoch, die Messlatte für wahre Abenteurer. Ah ne, Legolas. Legolas. Den letzten hätte ich auch gerne. So, so geht das ein bisschen schneller. 5-mal Feuerholz sammeln. Hier unten. Da hinten ist also wieder so ein Skelettkopf. Aragorn, komm einfach her. Du machst das besser. Komm. So, gut. Haben wir den Conquistador kaputt gemacht. Das hier ist anscheinend das Zelt von Reinhold Messner. Oder wer lebt denn sonst auf den Bergen? Hallo. Na gut, ist niemand da. Ah, hier haben wir wieder Feuerholz. Nur noch zweimal. Na, irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und wieder ein rein da. Und, also die Dinger hier kann ich noch nicht zerstören. Ups, Verzeihung, Gimli. Wollte ich nicht. So. Sam. Mach. Und es brennt. Jetzt, so, ja, so wie ich gedacht habe, jetzt schmilzt das dann nämlich an den Seiten und wir können was bauen. Was Nettes. Ein Katapult. Eine Balliste. Ach, so ein Ding. Okay. Okay, gut, dann muss ich da jetzt mal hoch mit. Was, was, Legolas? Ja. Tschüss, Herr Sam. Legolas kann an den Seilen nach oben springen, okay. So gut. Hier hätte ich das noch gerne überall. Vielleicht ist da ja mal was. Ah, schaut mal da. Zum Glück habe ich das gesehen. Gimli. Gut, der letzte Charakter, den ich ausgewählt habe, ist Gimli. Schön. Uah! Okay, das klappt nicht so ganz. Wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Okay, gut. Und was macht er jetzt? Ah, jetzt können die da hoch. Sozusagen. Mal, wie die sich da drum prügeln. Komm jetzt mal, Gimli, dankeschön. Kann Gimli. Hallo, Gimli. Gimli. Kann Gimli auch die Teile hier greifen? Ja, kann er. Ist er da jetzt festgefroren? Wo ist Gimli? Ma, renn doch nicht weg, du Scheißzwerg, du. So, möchte nochmal probieren, ob ich den da irgendwie hochkrieg. Gut. Das wird so nix. Komm her, Boromir. Hä? Oh, Verzeihung. Naja, gut, geht wohl anscheinend nicht. Irgendwie kann man da doch noch was zusammenbauen, oder? Weil es da so komisch liegen bleibt. Ah ne, es verschwindet. Okay, gut. Das finde ich jetzt doof, dass man da hinten nicht hinkommt. So,
So, er macht kaputt. Muss ich gleich nochmal schauen. Renne ich am besten nochmal kurz mit Legolas rüber. So, der kann ja hier... Nein! Uah! So. Gut. Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum... Ich dachte, man kommt da nicht rüber, ohne dass Gimli den zerstört hat. So. Dann... Ach, Gimli. Schön, dass du vorausgehst. Ups, das war... Boromir, dankeschön. Das ist aber schon gut gemacht, dass man hier so kleine Herausforderungen hat, wie man die dann darüber schleppen muss und so. Finde ich gut. So. Natürlich bin ich auch darauf begiert, die Münzen einzusammeln. Damit ich hier wahre Abenteurer habe. Ah, hört dann, jetzt kommt der Saruman an. Oh, eine Brücke, wie es scheint. Müssen wir da bauen. Es sind grausame Stimmen in der Luft. Ah nee, Samwise muss da bestimmt wieder was. Ja. Schön, dass doch immer gleich der Charakter ankommt, den man dafür braucht. Die haben übrigens auch so ein Ausatmen, die Charaktere, das so aussieht, als ob es relativ eisig wäre. Das ist Saruman. Ups, ist er. Uiuiuiui. Wow. Aber warte, hier ist was. Da lassen wir jetzt nicht hingehen. Ups, ist er. Uiuiuiui. Die kriege ich nicht hier mit kaputt. Denk mal, da müssen wir dann irgendwie Trolle haben oder irgendwas anderes, was schweren Angriff hat. Komm mal her. So, und rüber mit dir, Gimli. So. Einfach mal wegmetzeln hier. Ja, halt die Klappe, Saruman. Komm her, Gimli. Muss ich da kurz rüberbringen. Oh, verdammt. Sam! Sam, komm her! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wäre um Sam geschehen, aber... Komm, Boromir, trag den Kleinen. Trag ihn über der, nee, durch den Schnee. So. So. Und jetzt buddelt er da was aus. Ach ja, stimmt, genau. So war das auch immer bei Lego Star Wars, die komplette Sage. Man muss sich erst den Eingang bauen, um da durchkommen zu können. Ich denke mal, mit Gimli muss ich da hin. Ja. Habe ich richtig gelegen. Und hier ist der letzte von den Dingern. Und eine goldene Kiste haben wir heute. Hallo Sam.